Seit seiner Jugend kennt Dennis den Regenwald. Bis ins Jahr 2002 reiste er regelmäßig in die grüne Hölle Brasiliens und besuchte die Yanomami-Indianer. Er traf damals den heutigen Vertreter der Yanomami-Indianer, Dario Yanomami. Sein Vater, Schamane Davi Kopenawi Yanomami, vertrat sein Volk bei den Vereinten Nationen. Die Yanomami sind bis heute bedroht durch Goldabbau auf ihrem Stammesgebiet, das in Brasilien und Venezuela liegt. Dennis lebte immer wieder einige Zeit bei den Holzfällern im Regenwald von Brasilien. Als damals 18- bis 22-Jähriger begleitete er in dieser Zeit öfter deren Tagesablauf und ihre Arbeit. So gewann er Einblicke in ihre Sichtweise der Abholzung. Durch solche Begegnungen verstand der Abenteurer schnell, dass Umweltschutz nur mit sozialer Politik und unter Berücksichtigung des kulturellen Hintergrundes erfolgreich sein kann. 2005 machte der Abenteurer in Costa Rica Bekanntschaft mit den Yorkin-Indianern. Regelmäßig reist er seither zu diesem Volk. Die Indianer lebten damals ausschließlich vom Anbau und dem Verkauf von Kakao und Bananen in Bio-Qualität. Im November 2021 reiste Dennis zu den Yorkin-Indianern. Diese leben in dem kleinen mittelamerikanischen Land Costa Rica. Übersetzt heißt das Land reiche Küste. In kaum einem anderen Land der Welt gibt es derartig vielfältigen Regenwald. Mit dem Bus ging es ins Dorf und jetzt laufe ich wieder aus dem Dorf raus. Ich kenne die Stelle am Fluss, wo ich abgeholt werde und hoffe, dass mein Kontakt da zeitnah auftaucht. Nach, ich glaube, 5 Jahren habe ich die Stelle jetzt recht schnell wiedergefunden. Ich bin am Fluss, ich bin am vereinbarten Punkt, da bin ich mir ganz sicher. Und das Beste ist, da hinten sehe ich ein Boot und ich denke, das ist das Boot, welches mich abholen wird. Mein Boot ist angekommen, jetzt wird es beladen und dann geht es zurück zu den Yorkin-Indianern. Das Boot der Yorkin-Indianer hatte nicht immer einen Benzinmotor. Im Jahre 2004 nahm Dennis dieses Foto bei seinem ersten Besuch auf. Damals wurde nur mit Menschenkraft der Fluss bezwungen. Hier sind wir auf dem Grenzfluss. An der Seite haben wir Panama und an dieser Seite haben wir Costa Rica. Großes Problem ist der Wasserstand. Die Flüsse sinken immer mehr ab, deswegen kann man die Strecken nicht mehr voll befahren und muss dann immer mal wieder einen kleinen Fußweg einlegen. Mein persönliches Fazit ist, die Welt wird immer sicherer. Das ist das erste Mal, dass ich eine Rettungsweste anziehen muss, wenn ich im Urwald unterwegs bin. Heute dauert die Bootsfahrt mit einem starken Motor nur noch rund 45 Minuten. An der Anlegestelle angekommen, geleitet der Yorkin-Indianer Erik Dennis sicher in das Dorf. Die Yorkin leben auch heute noch traditionell in ihren Dörfern im Regenwald. Sie haben aber Strom und fließend kaltes Wasser. Auch hier kennt man die Vorteile von Technik und nutzt diese. Im Garten finden sich Noni-Früchte, besser bekannt als Stinkefrucht, sowie reifer Kakao. Die alten Fotos zeigen, dass sich die Hütten kaum verändert haben. Früher spielten die Yorkin jeden Samstag Fußball. Wenn auch mit leicht veränderter Spielregel, da alle nur auf ein Tor schossen. Eigene Trikots gab es auch. Nach dem Aufenthalt im Dorf wird sich auf die Suche nach einem Baum gemacht, welcher für das Floß genutzt werden kann. Zu diesem Zeitpunkt wissen Erik und Dennis noch nicht,
dass ein Weg von rund 16 Kilometer durch den Regenwald von Costa Rica und Panama vor ihnen liegt. Dennis wollte ein Bambusfloß bauen. Jedoch sagten die Indianer, dass dieses nicht ihrer Tradition entspricht. Es soll einer der sehr schnell wachsenden Basalbäume genutzt werden. Termitennester sind häufig an Bäumen zu finden. Andere große Tiere sieht man bei solch einer Wanderung kaum. Kurze Pause am Rande des Waldes. Ist direkt heißer, weil wir außerhalb des Blätterdaches sind. Hier ist echt unangenehm. Ich bin froh, wenn wir wieder im Wald sind, auch wenn es gerade wieder schlammig wird. Auf der Suche nach dem richtigen Baum kommen die beiden an der Plantage von Erik vorbei. Er baut Kakao und Kochbananen an. Die Kakaofrüchte können durch Drehen vom Baum gelöst werden. Now with your hands. Das ist jetzt die ummantelte Kakaofrucht. Die lutscht man einfach drumherum weg. Schmeckt super süß. Total lecker. Und wenn sie nicht mehr schmeckt, dann lässt man sie einfach ausspucken. Damit der Baum der Kakaofrucht nicht erstickt, muss der Moosbewuchs regelmäßig entfernt werden. Warum ist die Banane krumm? Hier sieht man es gut. Sie wächst dem Licht entgegen. Diese Bioplantage mitten im Urwald wirft weniger Umsatz ab als eine konventionelle Bananenzucht. Der Preis für die Früchte beim Händler ist fast gleich, egal ob Bio- oder konventioneller Anbau. Auf der Bioplantage kann aber auf der Fläche deutlich weniger geerntet werden. Zudem sind die Früchte deutlich kleiner und die Biopflanzen benötigen mehr Platz zum Wachsen. Es werden ganz genau 15 Stauden geschlagen. Diese sollen am Folgetag zum Händler. Erik sucht die reifen Früchte ganz genau aus. Kakao und Bananen waren die einzige Einnahmequelle der Yokin. Dennis war damals einer der ersten Besucher des Volkes. Er schlug den Yokin bei seinen Besuchen schon immer vor, ökologische Touren anzubieten. Seit einigen Jahren tun sie dieses auch. Sehr professionell. Der Tourismus wirkt sich nicht negativ aus. Die Jahre mit dem Tourismus haben das Volk nicht verändert. Der Baum wurde gefunden. Kurz vor dem Abendessen und der Nacht wird sich gewaschen und die Kleidung etwas gewaschen. Das war der erste Teil des Abenteuers. Die Floßfahrt siehst du im zweiten Teil.